Über diese Rollbahn gelangen jedes Jahr Millionen Tonnen Fracht nach Deutschland. Einige davon sogar lebend. Ob ganze Rinderherden oder Luxuskarossen, es gibt nichts, was am Flughafen Leipzig-Halle nicht verpackt, verladen und um die ganze Welt verschickt wird. Ob fliegende Giganten aus alten Sowjetzeiten oder moderne Logistikjets, in Leipzig zählt nicht, woher man kommt, sondern was an Bord ist. Der einstige Provinzflughafen hat sich zum viertgrößten Cargo-Hub Europas entwickelt. Ein Nachtflugverbot gibt es nicht, was ein Segen für jeden Logistiker ist. Denn nur so kann der sogenannte Nachtsprung gelingen. Einmal um die Welt binnen 24 Stunden. Aus Leipzig schaffen das rund 500.000 Pakete. Jede Nacht. Damit das funktioniert, müssen alle Stationen des Flughafens funktionieren wie ein Uhrwerk. Der Flughafen Leipzig-Halle erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 1.400 Hektar. Seine Lage könnte kaum besser sein. Direkt am Autobahnkreuz A14, A9. Das macht ihn nicht nur für Urlaubs- und Linienflieger interessant, sondern vor allem für Logistik-Airlines. Die größten Cargo-Flieger aus aller Welt landen hier im Minutentakt. Bis zu 200 am Tag. Mehrere große Logistikunternehmen, darunter die DHL, teilen sich das Vorfeld des Flughafens. Gemeinsam schlagen sie jährlich knapp 1,6 Millionen Tonnen Fracht um. Der weitaus größte Teil der Fracht geht durch dieses Logistikzentrum. Expresssendungen, Pakete aus Online-Shopping oder internationale Briefsendungen. Diese scheinbar banalen Dinge sorgen für jede Menge Arbeit auf Deutschlands zweitgrößtem Logistik-Airport. Wir beginnen unsere Reise auf dem südöstlichen Gelände des riesigen Areals. Hier hat die flughafeneigene Cargo-Abteilung Port Ground ihren Sitz. Die Mitarbeiter sind Experten für Fracht- und Flugzeugabfertigung. Ganz egal, welche Airline gerade vor der Tür steht, ganz egal, was geladen ist, der Logistikdienstleister Port Ground B- und entlädt rund um die Uhr. Circa 20% des Frachtumschlags in Leipzig laufen über die Port Ground. Knapp 400 Männer und Frauen arbeiten hier im Dreischichtsystem. Ihr nächster Job, diese Boeing 747 aus dem russischen Krasnojarsk. Sie muss heute noch zurück nach Moskau und dann weiter nach Singapur. Für das Team am Boden besteht also Zeitdruck. Bevor es ans Ausladen geht, wird die Maschine gesichert. Wie jedes Flugzeug am Boden braucht auch der Cargo-Jumbo eine Gangway und externen Strom von einer Ground Power Unit, kurz GPU. Das wichtigste Arbeitsgerät für die Crew ist der High-Loader. Solche Lastenheber können bis zu 20 Tonnen bewegen. Gerade bei Flugzeugtypen, die keine ebenerdige Heck- oder Bugklappe haben, sondern, wie diese 747, oben entladen werden, ist so ein High-Loader unverzichtbar. Für das Team hat Sicherheit oberste Priorität. Das B- und Entladen läuft nach klaren Vorgaben. Thomas Weber leitet das Cargo Operations Team, kurz Cargo OPS. Ausgeladen wird immer erstmal hinten zuerst und dann rücken wir so Stück für Stück nach vorne, dass die Maschine nicht kippen kann. Für den Fall, dass wir dann doch irgendwie mal was ganz Schweres dabei haben, dass dann nicht die Gefahr besteht, dass die Maschine nach unten klappt. Der Zeitplan ist straff, nur 60 Minuten haben die Männer für das Entladen der Maschine. 139 Tonnen Fracht kann die 747 zuladen. In diesem Fall sind es hauptsächlich klassische Postsendungen. Eine dieser Paletten beinhaltet mehr Päckchen, als ein Zustellfahrzeug auf der Straße aufnehmen könnte. Aber die Paletten bewegen sich immer so, ja, im Durchschnitt, das kann man schlecht sagen. So zwischen 1,5 und 5 Tonnen ist eigentlich alles dabei. Wenn die größeren, wir haben nur 220-Fuß-Paletten oben drin, die können schon mal 6-7 Tonnen wiegen. Ja. Ja, je schwerer, desto gefährlicher. Ne? Wenn die Kollegen das hier unten dann auf die Dollys draufziehen und die sind richtig schwer, dann wird es natürlich ein bisschen haariger. Da brauchen wir dann entweder mehr Personal oder halt kräftige Jungs, ne, die das dann draufziehen können. Weil das geht dann mit Muskelkraft. Oben wird alles elektrisch gesteuert, hier unten ist Muskelkraft gefragt.
Diese Dollys sind die Packesel der Bodencrew. Ohne sie geht hier nichts. Es sind die kleinen Dinge, die die Arbeit mit den schweren Paletten überhaupt erst möglich machen. So sind alle Flächen, ob am Highloader oder auf den Dollys, mit 360-Grad drehbaren Rollen ausgestattet. Nur so sind die tonnenschweren Paletten handelbar. Für die Kommunikation reichen den Männern Handzeichen. Das Team ist so gut eingespielt, dass die Bodenzeit einer 747 inklusive End- und erneuter Beladung im Schnitt nicht mehr als 2,5 Stunden beträgt. Sehr selten sehe ich, was da drin ist, was wir hier aus- oder einladen. Das ist jetzt für mich auch gar nicht so wichtig. Also wichtig ist für mich nur, wenn es Gefahrgut ist, ja, oder irgendwelche Sachen, die halt nur auf Frachtflugzeugen transportiert werden dürfen. Das ist für mich wichtig, weil das zugänglich sein muss für den Piloten während dem Flug. Alles andere, was kein Gefahrgut ist, weil das kriege ich nicht raus. Da sieht das selber, das ist ja alles schwer eingefohlt. Das kriege ich nicht raus. Für die Ladung des Jumbos geht es von hier aus weiter in alle Welt. Denn der Flughafen Leipzig-Halle ist vorrangig ein Drehkreuz. Einige der Sendungen gehen direkt zu einem benachbarten Unternehmen hier am Flughafen. Auf der westlichen Seite des Geländes hat die DHL Express ihren Sitz. Sie ist der größte Logistiker am Flughafen. Ihr Europa-Hub blüht aber erst in der Nacht zu voller Leistung auf. Das Hub Control Center ist die Schaltzentrale der fliegenden Paketboten. Quasi das Nervenzentrum. Eine Etage tiefer, das Sortierzentrum. Hier laufen jede Nacht gegen 22 Uhr die Bänder an. Denn wer im Expressgeschäft mithalten will, ist auf den sogenannten Nachtsprung angewiesen. Heute bestellt, morgen da. Und zwar weltweit. Mehr als 150.000 Pakete durchlaufen das Zentrum in jeder Stunde. Heißt konkret, Sendungen ausladen, dem nächsten Flieger zuordnen und auf die Weiterreise schicken. Alles beginnt im Hub Control Center. Die Mitarbeiter hier koordinieren das gesamteuropäische Flugaufkommen der DHL. Das sind mehr als 23.000 Flüge jedes Jahr. 220 Länder und Regionen werden von Leipzig aus angeflogen. Besonders wichtig für die Controller hier oben sind die Wetterdaten. Marc Stelze leitet das Hub Control Center. Also hier laufen alle Daten zusammen, die für uns wichtig sind, Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Sortierdaten von der Sortieranlage, wir haben Wetterdaten, wir haben die Radardaten der Flugzeuge, wir haben die B- und Entladedaten, den Status, und wir haben sogar die Nachrichten laufen, weil wir auch wissen müssen, ob uns Wetterphänomene oder politische Phänomene beeinflussen. In diesem Moment nähert sich eine Gewitterzelle dem Flughafen. Für Marc Stelze und seine Mitarbeiter keine gute Nachricht. Also, aktuell sieht es tatsächlich so aus, als ob es in diesen 20-Kilometer-Radius vorbeizieht. Weil ich denke mal, das ist eher hier oben jetzt diese Kante. Gut, alles klar. Die Vorschrift besagt klar, dass der Flugbetrieb und alle Verladearbeiten an den Maschinen unverzüglich einzustellen sind, sollte ein Gewitter über den Flughafen ziehen. Die Folge? Ausfälle und Verspätungen. Und das will hier niemand. Ja, die aktuelle Situation ist, dass eine Gewitterzelle auf uns zuläuft, auf Leipzig zuläuft. Das sind diese roten, bunten Felder. Wie es im Moment aussieht, ist, dass es vorbeiläuft, dass es uns nur ganz leicht streift. Also wir könnten Glück haben. Wenn das noch ein bisschen rumzieht, dann würde das unter Umständen bedeuten, dass wir kurz die B- und Entladung auf dem Vorfeld einstellen müssen, weil Mitarbeiter sind für uns das Allerwichtigste und die in Sicherheit zu bringen, hat immer Priorität. Das Wetter in Sachsen wird die DHL-Mitarbeiter heute Nacht noch einiges an Nerven kosten, vor allem die Crews auf dem Vorfeld. Der DHL-Hub in Leipzig ist der weltweit größte des Konzerns. Rund 75 Maschinen landen und starten hier täglich. Die Nachtflugerlaubnis war ein wichtiger Grund für die Standortwahl im Jahr 2005. Denn das Kerngeschäft beginnt erst nach Einbruch der Dunkelheit.
Ohne die Ram Crews läuft nichts am Flughafen. Sie be- und entladen die Flugzeuge. Serkan Tunzer macht den Job in der Nachtschicht seit mehr als 13 Jahren. Da kommt jetzt ein 777 aus Brüssel, erwartet etwa in 10 Minuten. Dann machen wir als Turnaround, geht dann 3.05 Uhr nach Cincinnati, machen wir gleich wieder voll. Diese Boeing 777 erreicht den Flughafen pünktlich. Doch das Wetter verschlechtert sich weiter. Der knappe Zeitplan wird so noch straffer, denn die Crew will auf jeden Fall vor dem Eintreffen des Gewitters mit dem erneuten Beladen fertig sein. Vor dem Entladen macht Serkan einen visuellen Sicherheitscheck an der Maschine. Dabei guckt er auch, ob die Crew am Abflugort alles richtig gemacht hat. Ich kann dir hier zeigen, diese Klappe. Wir machen jetzt mal den Klappe auf, damit wir Tür öffnen können. Das sind die Cargo-Tür. Ja. Die sieht man auch hier. Natürlich wichtig ist, die irgendwelche Schrauben, ob die draußen sind. Das darf auch nicht sein. Das passiert auch öfters. Durch Vibration, die gehen die Schrauben, werden locker und wird auch repariert sofort. Serkan muss den Check gründlich durchführen, auch wenn ihm die Zeit im Nacken sitzt. Für die Entladung der Maschine hat die Crew jetzt noch 48 Minuten Zeit. Dafür gibt es extra diese Anzeige. Momentan, wir haben 83,3 Tonnen Fracht an Bord. Und die müssen raus. Mittlerweile ist es 1 Uhr in der Nacht. Die Highloader rollen an. Auch die 777 wird aufgrund ihrer Bauweise aus luftiger Höhe entladen. Durchschnittlich 500.000 Sendungen verladen die Männer und Frauen auf diese Art und Weise hier jede Nacht. Das sind mehr als 2.000 Tonnen Gesamtgewicht. Der Großteil der Container ist mit klassischen Päckchen und Paketen gefüllt. Standardabfertigung ist 120 bis 130 Minuten normalerweise. Wenn man Erfahrung hat, wenn man weiß, auch ein erfahrener Team hat, ist angenehm, machbar. Aber natürlich manchmal so ein Spezialflugzeug oder Fahrzeuge oder ganz spezielle Frachttiere, da natürlich ein bisschen Stress ist. Da werden wir die Zeit nicht dran halten. Auch wenn die Mitarbeiter unter Zeitdruck stehen, die Sicherheit auf dem Vorfeld geht vor. Vor allem beim Bedienen des Highloaders. Ich muss hier gucken, dass die Leute nicht zwischen den Dollys oder den Containern sind. Beziehungsweise unser Supervisor, der dann unten ist, das Zeichen gibt, dass es frei ist oder dass ich hochfahren kann. Jede Palette aus der Maschine hat einen bestimmten Zielort. Welcher das ist, kann Serkan am sogenannten Ramp Management System, kurz AMS, ablesen. Die Palette, das Fracht, kommt aus Brüssel klar und geht nach Singapur. Und Singapur geht 7.15 Uhr morgens früh. Und die erste, beziehungsweise den zweiten in der Mitte, AMX, ist eine Leipzig-Fracht, wird erstmal Sortierhalle gefahren und dort wird sortiert. Schon in wenigen Minuten soll das Team mit der Beladung der Maschine beginnen. Ich habe noch 11 Minuten. Bis dahin, ich muss fertig werden mit der Entladung. Schaffen wir, natürlich. Natürlich. In weniger als 2 Stunden muss die Maschine voll beladen ins US-amerikanische Cincinnati aufbrechen. Auch dort warten Kunden auf ihre Päckchen. Währenddessen nähert sich die Gewitterfront weiter dem Flughafen Leipzig. In der Zwischenzeit gibt es neues Wasser für den Jet. Die 777 fasst 150 Liter Frischwasser. Habt ihr gut gemacht? Machen wir 5 Minuten Luft. Was trinken und noch machen wir weiter. Während sich die Crew eine Pause gönnt, geht die Reise für die Tausende von Päckchen aus dem Bauch des Jets direkt weiter. Und zwar zum DHL-Sortierzentrum. Denn kaum ein Päckchen bleibt hier in Leipzig. Jede einzelne Sendung muss neu zugeordnet und auf die Weiterreise mit dem richtigen Flieger geschickt werden. Schließlich ist Leipzig ein Drehkreuz. Der Offload-Bereich des Sortierzentrums. Hier geht es ums Entladen. Diese Container sind erst vor wenigen Minuten in Leipzig angekommen. Der Boden ist auch mit Rollen ausgestattet, was die Arbeit mit den teils tonnenschweren Containern erleichtert. Die Herausforderung für Mensch und Maschine besteht darin, jede einzelne Sendung aus jedem Container auszuladen und direkt im Anschluss genau dem Container mit dem korrekten Zielflughafen zuzuordnen.
Und das Ganze auch noch unter Zeitdruck. Vor allem bei größeren Paketen wie diesen hier ist der logistische Aufwand enorm. Wir befinden uns hier auf der dritten Ebene auf 12,60 Meter und hier oben fährt unser LAX-System. Das LAX steht für Large Automatic Conveying System. Das ist ein System, das es uns ermöglicht, Schwergüter mit Abmessungen von 1 mal 1 mal 2 Metern mit einem Gesamtgewicht von 170 Kilo automatisiert zu befördern. Früher haben die Logistiker schwere Pakete wie diese noch manuell von A nach B gebracht. Wir können jetzt direkt mit dem Gabelstapler aus dem Container rausladen, stellen ihn die Sendung in einen leeren Tray, schicken den beladenen Tray, dann bis zur 12,60 Meter Ebene, verteilen ihn hier automatisiert und bringen ihn dann wieder direkt zum Zielcontainer auf den Groundfloor zurück. Und da können wir ihn halt wieder direkt einladen. So schafft es auch ein großes Paket binnen 24 Stunden einmal um den Erdball. Während im Erdgeschoss noch viel Manpower gefragt ist, geht es in den Etagen darüber fast menschenleer zu. Das LAX-System für Sperrgüter hat einen großen Vorteil. Es verkürzt die Reise der Pakete enorm. Das heißt, wir haben früher für letztendlich 10% des Sendungsvolumens fast 30% des Personals benötigt. Dabei hatten wir eine sehr lange Beförderungszeit, die bis zu 50 Minuten betragen hat. Das ist innerhalb von einem Warehouse, das 400 Meter lang ist, schon eine relativ große Zeit. Jetzt haben wir eine durchschnittliche Transportzeit über alle drei Terminals, die wir hier haben, von insgesamt 9 Minuten im Durchschnitt. Für ein Drehkreuz wie Leipzig ein enormer Vorteil. Egal, wo das Sperrgut herkommt, ob Autoteile aus China oder Möbelstücke aus Indien, es wird vollautomatisch seiner neuen Destination zugeordnet. Und das passiert über Kamerasysteme, die die Pakete gleich mehrfach auf dem Weg durch das Terminal scannen. Das sind 5 Seiten Lesesysteme, automatische Lesesysteme. Können Sie sich vorstellen, sind halt Kameras, die von allen Seiten die Sendung beleuchten. Und egal, wo der Barcode, der bei uns die Sendungsinformationen trägt, angebracht ist, können wir die halt sehen. Sperrgüter bilden aber nur einen kleinen Teil des Frachtaufkommens. Der weitaus größte Teil der Arbeit besteht aus klassischen Kleinsendungen. Jeder dieser Kartons hier geht auf eine turbulente Reise. Und die beginnt in den Armen eines Mitarbeiters, der den Container entlädt. So gehen pro Schicht gut und gerne mal 3000 Sendungen durch die Hände eines Paketsortierers. Auf insgesamt 46 Kilometern Förderband wandern hier jede Nacht durchschnittlich 500.000 Pakete durch das Terminal. Aber selbst das wird zu Feiertagen noch übertroffen. Das ist immer ein bisschen vom Wochentag abhängig, vom Monat natürlich, in dem wir es machen. Aber wir haben Forecasts für dieses Jahr, für die Peak-Periode von 730.000 Sendungen, die wir dann in einer Nacht verteilen werden. Und das macht es halt so komplex. Wir müssen unglaublich schnell die gesamten Waren, diese 2.000 Tonnen, die wir jeden Tag bewegen, ins Warehouse reinbekommen und auch genauso schnell wieder rausbekommen, damit die Flugzeuge ihren Connect nicht verlieren. Denn jedes dieser kleinen Päckchen hat einen gebuchten Platz an Bord einer Maschine, die noch heute Nacht Leipzig verlassen muss. Es ist also enorm wichtig, dass jede Sendung den richtigen Weg einschlägt, bevor sie zum sogenannten Reload gelangt. Am Tag wird es ruhiger im Logistikzentrum. Dafür geht es bei der flughafeneigenen Portground-Logistik mit ganz besonderen Maschinen weiter. Diese Ilyushin IL-76TD hat nicht alltägliche Fracht geladen. Sie kommt aus Afrika und hat Feldpost der Bundeswehrsoldaten aus Mali an Bord. Die Maschine selbst wurde in den 70er Jahren als Militärtransporter in der ehemaligen Sowjetunion entwickelt. Und die Russen bauen sie auch heute noch. Die Technik ist robust und zuverlässig. So sind zum Beispiel Landungen auf Schotterpisten für die alte Dame kein Problem. Hydraulisch öffnen sich Laderampe und Torschalen. 235 Kubikmeter fasst der 20 Meter lange Laderaum, in den sogar Panzer und Helikopter passen. Die Bundeswehr chartert regelmäßig zivile Cargoflugzeuge, um Material zu transportieren. Nach der langen Reise der Ilyushin wird die Ladung nun für den Weitertransport auf der Straße entladen.
Für die Logistiker der Port Ground eine Fracht mit besonderer Herkunft. Trotzdem wird sie genauso behandelt wie jede andere Ladung auch. Spezielle Sicherheitsvorkehrungen gibt es nicht. Am anderen Ende des Flughafens befindet sich die Veterinärgrenzkontrollstelle. Ranita Zickert ist Amtstierärztin und kümmert sich hier um lebende Fracht. Bevorzugt natürlich um Zicklein und Böcklein. Von Hund über Katze über Eintagsküken, Pferde, Rinder bis hin, nicht zu vergessen, Insekten und Regenwürmern kommen alle lebenden Tiere über die Veterinärgrenzkontrollstelle an. Auch die vierbeinigen Passagiere nutzen klassische Cargo-Maschinen. Die Transportboxen müssen auf die Highloader und die Dollys passen, genau wie alle anderen Frachtgüter. Alle Tiere, die in Leipzig landen, werden direkt vom Flieger zum Gelände der Amtsärzte gebracht. Die Pferde sind aus Bahrain hier gelandet. Das sind 22 Jungtiere, arabisches bzw. englisches Vollblut, und sollen weiterfahren nach Irland bzw. England, um dort in den Rennsport zu gehen. Ranita Zickert begutachtet zuallererst den Gesundheitszustand der Pferde, aber auch die Papiere der Tiere, also die korrekte Identität. Manche Tiere sind gechippt. Pferde besitzen einen sogenannten Equidenpass. Die Begleiter sind ja nicht unbedingt von dem Stall, wo die herkommen, die Pferde, sondern die fliegen dann 3 Wochen vorher dorthin, lernen die Tiere kennen, bauen zu den Tieren eine Bindung auf und sind dann auf den ganzen Transport vom Abfliegen bis zum Ende, wo die Ankunft ist, dabei. Pro Jahr checken in Leipzig rund 200 Vierbeiner ein. Tendenz steigend. Die Mitarbeiter in Leipzig sind zertifiziert für das Handling aller Flugzeugtypen und jeglicher Art von Fracht, auch Großtiere. In diesem Fall checken mehr als 100 Rinder ein. Sie kommen aus Sachsen und treten eine lange Reise nach Kuwait an. Wovon so mancher Zweibeiner nur träumen kann, geht heute für die Vierbeiner in Erfüllung. Ein Flug in der legendären Boeing 747, allerdings nicht in der ersten Klasse. Ob Pakete, Sperrgut oder Großtiere, alle Arten von Fracht stehen auf den gleichen Bodenpaletten. So lassen sich die Holzboxen genauso leicht in den Laderaum buxieren wie alle anderen Güter auch. Die 747 hat ein maximales Startgewicht von mehr als 440 Tonnen. Eine kleine Rinderherde ist also kein Problem für den Jumbo. Zurück im DHL-Hub. Es ist 2 Uhr morgens. An Schlafen denkt hier aber niemand, ganz im Gegenteil. Nachdem die Pakete den Offload durchlaufen haben und neu sortiert wurden, geht es jetzt in den Reload. Der zweite Teil der nächtlichen Reise um den Erdball. Madeleine Thulmann ist Senior Supervisor Reload. In der heutigen Nachtschicht koordiniert sie die Beladung der Container für die anstehenden Flüge. Das aktuelle Frachtvolumen hat es in sich. Unser Reload im Durchschnitt zwischen 15.000 und 20.000 Bandsendungen. Also das sind Sendungen, die hier die Bänder runterkommen. Und NCY, das ist das, was mit dem Gabelstapler verladen wird. Das sind im Durchschnitt zwischen 1.500 und 2.000. Da stehen heute 465.000 Sendungen auf dem Programm, die hier verladen werden wollen heute Nacht im gesamten Hub. Ja. Dafür haben wir bis 5.15 Uhr Zeit. Und das ist sozusagen das, was uns heute erwartet. Das ist schon für den Montag straff. Das Sortierzentrum ist in 2 Stationen unterteilt. Vom Offload geht es über die Laufbänder zu den Reload-Stationen, an denen die Päckchen ihrem neuen Container, also ihrem Zielort, zugeordnet werden. Also wir sind hier das Reload, was den asiatischen Sektor präferiert, sprich China und Japan. Und ja, das ist sozusagen der Schwerpunkt, wo wir auch die meiste Fracht haben. Ansonsten haben wir noch Benelux-Staaten, Brüssel, Luxemburg, Amsterdam und Basel noch, Arlanda, das befindet sich in Schweden oben. Und insofern multikulturell. Madeleine Thulmann überwacht ebenfalls die korrekte Verladung von Gefahrgütern. Vor allen Dingen das Thema Lithiumbatterien, das ist halt immens, was da bei uns jede Nacht über die Bühne geht. Und weiß man ja inzwischen auch, die haben eine gewisse
Brandgefahr, logischerweise. Und deswegen muss da schnell an diese Frachtstücke rangekommen werden. Jetzt stellt euch mal vor, das passiert und das liegt ganz hinten im Container und man müsste erst die ganze Fracht rausladen, bevor man an diese eigentliche Sache rankommt. Alle Prozesse hier sind straff getaktet. Offload und Reload müssen eng zusammenarbeiten. Die Prozesse sind natürlich computergestützt. Hier sehe ich sozusagen die gesamte Sortieranlage, die einzelnen Bereiche, wie dort der Frachtfluss ist, beziehungsweise die Abnahmequote an der Schut. So kann ich halt auch sehen, ob ich Bereiche unterstützen muss, entweder personell oder indem wir uns, sagen wir mal, gegenseitig Destinations abnehmen. Das lebt halt, das Ganze lebt hier wirklich vom Teamwork. Es gibt aber auch Pakete, die aufgrund ihrer Größe auf keinem der Bandsysteme transportiert werden können. Sogenannte nicht bandfähige Fracht. Ja, hier unten seht ihr unseren sogenannten NCY-Bereich. Das ist die nicht bandfähige Fracht. Das sind alles Frachtstücke, die mit dem Gabelstapler verladen werden müssen, weil sie entweder zu groß sind oder zu schwer sind oder beides. Die Silhouette der Container ist immer an das jeweilige Flugzeug. Hier eine Boeing 747 angepasst. Madeleine Tullmann und ihre Kollegen beladen und sichern jeden einzelnen Container von Hand. Während des Fluges darf die Ladung keinesfalls verrutschen. Das könnte im schlimmsten Fall zum Absturz führen. Diese Container verlassen das Sortierzentrum bereits. Über die Rampen gelangen sie auf die Dollys der Flughafenschlepper. Bevor die Container aber im Bauch einer Maschine verschwinden, muss noch einiges passieren. Denn im Hub Control Center der DHL beladen die Mitarbeiter jede einzelne Maschine schon vor ihrem Abflug. Und zwar am Computer. Rika von der Weide legt genau fest, wie viel Fracht an welchem Platz in der Maschine verstaut wird. Ein bisschen wie Tetris. Nur, dass ein Fehler hier schlimmere Folgen hat. Das ist jetzt ein Flug, der nachher nach Madrid fliegen soll. Das ist ein Airbus, ein A300. Und meine Aufgabe ist es jetzt, die Fracht, die uns zur Verfügung steht, auf diesem Flug zu verplanen. Die hier erstellten Beladungspläne dienen als strikte Vorgabe für die Crews, die später die Maschine beladen. Für jeden Flugzeugtyp gibt es spezifische Richtlinien, was die Zuladung angeht. Hier in der Mitte, da ist der Flügel und dort ist das Flugzeug am stabilsten. Das heißt, Container mit hohem Gewicht kann ich idealerweise hier verplanen. Ich sehe hier das Maximalgewicht für diese Position. Das sind 4,3 Tonnen und ein paar zerquetschte. Das ist hier natürlich anders. Hier kann ich nur 2090 Kilogramm verplanen. Eigentlich ein Tabu, aber in manchen Fällen wollen die Logistikprofis auch wissen, was drin ist im Paket. Wir transportieren ganz viel Gefahrgut. In dem Fall RRY ist radioaktiv, ist Klasse 7. Da muss ich natürlich gucken. Der Pilot möchte das nicht den ganzen Flug direkt hinter sich haben. Zu radioaktiven Stoffen der Klasse 7 gehören zum Beispiel Medikamente aus der Nuklearmedizin. Auch brennbare Fracht darf keinesfalls falsch verstaut werden. Wenn die in Flammen aufgeht während des Fluges, dann haben wir im Lower Deck eine automatische Löschvorrichtung. Wenn ich das aber nicht im Lower Deck verplane, sondern im Main Deck, dann hat die, und dann auch noch so, dass die Crew nicht rankommt, dann hat die Crew keine Chance, den Brand zu löschen. Wie bei allen Tätigkeiten hier in Leipzig steht auch für die Load Controller die Flugsicherheit über allem. Für diese Boeing 777 geht es in weniger als 2 Stunden über den Atlantik in die USA. Vorm Beladen wird aber erstmal vollgetankt. Über die Schläuche des Tankers strömt das Kerosin in die Tragflächentanks der Maschine, maximal 90 Tonnen. So kann sie voll beladen mehr als 9000 Kilometer zurücklegen. Serkan Tunzer leitet die Beladung der Maschine. Als nächstes machen wir Maschine voll, klar, beladen wir. Wir haben knapp 83, 84 Tonnen Payload und geht nach Cincinnati. Für den ganzen Spaß Stunde, Stunde 20 Zeit.
Payload, also die Nutzlast der Boeing 777, beträgt maximal 103 Tonnen. Heute Abend ist die Maschine mit wenig mehr als 80 Tonnen Paketen und Päckchen also noch nicht mal voll ausgebucht. Das einzige Problem für das Team heute Nacht, das Wetter. So Jungs, so wie wir sehen, Gewitter kommt gleich. Ich vermute jetzt in 20, 25 Minuten. Und deswegen, wir müssen uns beeilen. Bevor die Gewitter kommt, müssen wir loslegen und fertig werden. So Jungs, Gewitter kommt, leg mal los. Die Vorschrift besagt klar, dass jegliche Arbeiten auf dem Vorfeld einzustellen sind, sollte ein Gewitter direkt über den Flughafen ziehen. Ich habe gerade Info bekommen, Gewitter ist gerade 15 Kilometer näher. Also wir haben noch 10 Kilometer noch Raum, so erlaubt sozusagen. Wird man richtig behalten. Die Zeit zum Beladen der Maschine wird immer knapper. Die Regenfront rast auf den Flughafen zu. Im schlimmsten Fall müssen Serkan und seine Crew die Arbeit unterbrechen. Das könnte den Start der Maschine verzögern und das wiederum die Auslieferung der Päckchen am anderen Ende der Welt. Leider, wir haben jetzt Arbeit angestellt. Gewitter kommt zeitnah, also innerhalb einer 5-Kilometer-Kreis. Deswegen Arbeit wird eingestellt und gehen mal rein kurz. Wenn die Gewitter vorbei ist, dann gehen wir dann wieder raus. Bin optimistisch, wir gehen auf jeden Fall. Also schaffen wir pünktlich auf jeden Fall. Maschine muss in einer Dreiviertelstunde raus. Das Gewitter tobt sich unmittelbar über dem Vorfeld aus. Und zwar sehr viel länger als erwartet. Und weil die Sicherheit der Mitarbeiter vorgeht, erreichen die Päckchen ihre Empfänger dieses Mal etwas später, als sie es sonst tun. Der nächste Morgen auf dem Gelände der Port Ground Logistik. Für große Jumbos gibt es hier extra große Flugzeugschlepper, sozusagen die SUVs unter den Schleppern. Und der nächste Flieger wartet schon. Diese Boeing 747-8F der russischen Airbridge Cargo. Vollbeladen wiegt sie bis zu 447 Tonnen. Um so einen Giganten der Lüfte zu bewegen, braucht es einen kleinen Giganten am Boden. Der Goldhofer AST-1F600. Die 600 stehen für die Leistung in PS. Der Schlepper verfügt über einen hydrostatischen Antrieb, der die mechanische Leistung der Maschine über eine Pumpe in hydraulische Leistung umwandelt. So ist ein nahezu ruckfreies Anfahren möglich. Mike Hase ist der Herr der Giganten. Er steuert den Flugzeugschlepper und hat somit für kurze Zeit auch die Kontrolle über den Jumbo. Mit diesem Splint stellt er sicher, dass beide Maschinen den sogenannten Pushback unbeschadet überstehen. Ich habe die Lenkung von dem Piloten unterbrochen, damit er nicht lenken kann, wenn ich das Bugrad eingespannt habe. Sonst macht er mit dem Schlepper kaputt. Der Schlepper hat ein Eigengewicht von 26 Tonnen, so viel wie 18 Porsche 911. Mike muss also vorsichtig rangieren. Möglichst darauf achten, dass ich nicht an das Bugrad dran fahre und nicht kaputt mache. Gerade bei dem Beispiel 747, man hat links und rechts von den Armen nur so viel Platz zwischen Reifen. Mike nimmt den Jumbo quasi Huckepack. Die hydraulischen Greifarme des Schleppers sind mit Rollen ausgestattet. So schieben sie sich unter die Räder der 747. Bis zu 50 Tonnen kann der Mechanismus heben. Das reicht für die vergleichsweise leichte Nase des Jumbos. Die 747 könnte zwar auch aus eigener Kraft zur Rollbahn gelangen, allerdings ist ein Pushback mit dem Schlepper sicherer und auch schneller erledigt. Die Maschine ist startklar. Die Schaufelräder der Triebwerke drehen sich bereits. Der Schlepper senkt das Bugrad der Boeing wieder ab. Erst wenn Mike die Lenkung des Fahrwerks wieder freigibt, signalisiert durch den Splint mit der roten Fahne, kann der Pilot seinen Weg eigenständig antreten. Dieser Antonov AN-124-100 wird konstruktionsbedingt mit einem anderen Schleppverfahren manövriert. Sie verfügt über ein doppeltes Bugfahrwerk und das kann kein Schlepper einfach greifen und Huckepack nehmen. Hier kommt die klassische Schleppstange zum Einsatz.
Sie macht das Rangieren etwas komplizierter, denn die Stange bildet ein weiteres bewegliches Gelenk, ähnlich wie beim Rückwärtsfahren mit einem Anhänger. Die Männer der Schlepper-Crews stellen ein weiteres wichtiges Glied in der Kette des Leipziger Flugbetriebes dar. Sie sorgen für einen reibungslosen Flugbetrieb und damit auch dafür, dass die Fracht ihren Weg um die Welt findet. Zurück in der Halle der flughafeneigenen Port Ground. Die Experten für Frachtabfertigung konzentrieren sich hier vor allem auf größere Stückgüter, also alles, was nicht in Container passt. In diesen Holzkisten befinden sich Bauteile eines deutschen Autoteilezulieferers. Getriebe, Lenkräder, Stoßdämpfer. Der Job der Männer? Jede Kiste einzeln wetterfest machen, verzurren und auf Paletten verladen. Sven Augustin nimmt sich ein ganz besonderes Hilfsmittel zur Hand. Denn nichts wäre schlimmer, als würde die Kiste nicht ins Flugzeug passen. Das ist ein Konturbogen. Damit gucke ich, ob die Fracht in der Kontur ist, damit dann die PMC, die Einheit im Flieger, nirgendwo hängen bleibt. Auf die jeweilige Position, wo sie hingeschoben wird. Für jeden Flugzeugtypen gibt es einen Konturbogen, der die Rumpfform im Laderaum nachbildet. Quasi ein vorgeformter Zollstock. Als nächstes packen die Arbeiter die Kisten in wasserfeste Plastikfolie. Denn bevor es in den Flieger geht und auch nach dem Ausladen, parkt die Fracht oft für kürzere Zeit unter freiem Himmel. Jede Palette verfügt über eine PMC-Nummer zur Identifizierung. Na, damit nicht verwechselt wird hinten, die Einheiten, schreibe ich mir die Nummer auf, damit auch wirklich die Einheit, die wir gebaut haben, dahin geht, wo sie hin soll. Und unser Frachtbüro tut diese Nummer nachher ins System einspielen, wo sie von A nach B immer verfolgt werden kann, wo sie ist. Denn Autoteile auf Abwägen will hier niemand. Mit Hilfe des Hubwagens legen die Mitarbeiter jetzt Transportnetze über die Kisten. Erst durch die Netze sind die Boxen fix mit den Alupaletten verbunden, auf denen sie liegen. Diese Paletten werden später im Boden des Fliegers verankert. Dass die Fracht halt nicht zum Verrutschen kommt, das ist meine Aufgabe. Dafür unterschreibe ich nachher auch, dass ich zu 100% mir sicher bin, dass diese Fracht fest ist. Denn verrutschende Fracht während des Fluges hat schon mehrfach zu Abstürzen von Cargomaschinen geführt. Die Männer tragen also eine große Verantwortung. Über eine im Boden eingelassene Waage kontrolliert Sven Augustin das finale Gewicht jeder einzelnen Palette. Abzüglich des Transporttrolleys. Auch diese Information ist enorm wichtig für die Flugsicherheit. Das ist der Wiegetag, wo die wichtigen Daten draufstehen, wie die PMC-Nummer, wie vorhin schon gesagt, dass es nicht zur Verwechslung kommt. Destination, wo es hingeht, Hongkong. Ja. Gewicht, gebaut in Leipzig, LEJ. Flugnummer, meine Unterschrift für den korrekten Aufbau, fürs korrekte Gewicht. Auf keinen Fall darf das maximale Startgewicht des Fliegers überschritten werden. Fehler könnten zum Absturz der Maschine führen. Für die Autoteile geht es noch heute weiter nach Fernost. Das Thema Sicherheit wird ernst genommen hier in Leipzig. So ernst, dass man sogar die Bundeswehr kontrolliert. Das hier ist eine Lieferung Nahrungsmittel für den Standort der Bundeswehr in Mali. Konserven, Soßen und Gewürze. Der XXL-Röntgenscanner ist extra für Sperrgüter ausgelegt. Weil die Bundeswehrlieferung über einen zivilen Flughafen verladen und mit einer zivilen Maschine geflogen wird, ist auch dieser aufwendige Sicherheitscheck unerlässlich für die Flugsicherheit. Damit der internationale Frachtflugverkehr reibungslos funktioniert, ist neben der Sicherheit auch noch ein weiterer Aspekt von großer Bedeutung. Fast schon im Verborgenen richtet der Zoll seinen Blick auf alles, was hier in Leipzig ankommt. Die Beamten hier bekämpfen illegalen Tierhandel oder Rauschgiftschmuggel. Der Großteil der Arbeit ist allerdings nicht ganz so spektakulär. Denn vor allem der richtige Umgang mit Zollabgaben und der Einfuhrumsatzsteuer wird hier kontrolliert.
Also wir überprüfen grundsätzlich die Plausibilität der einzelnen Zollanmeldungen in Bezug auf den Versender, auf Empfänger, ob der Zollwert in Ordnung ist, die Kilozahl an sich und natürlich, was in dem Paket drin ist. Die Beamten können schon vor der Landung der Maschinen die Frachtpapiere einsehen und so einzelne Sendungen zur späteren Kontrolle herauspicken. Die DHL hat dafür sogar eine eigene Abteilung, in der sie Sendungen, je nach Anfrage des Zolls, mit unterschiedlichem Status zur Kontrolle zurückhält. Beispiel für eine Kontrolle, die wir anordnen können, wäre zum Beispiel, wenn jemand 500 Gramm Goldschmuck anmeldet mit einem Wert von 150 Euro. Da werden wir Kollegen halt natürlich schon stutzig, weil der Wert dann in dem Falle nicht zu der angegebenen Menge passt. Darüber hinaus ist Leipzig Hauptumschlagplatz für Online-Produkte aus Nicht-EU-Ländern. Jährlich stellen die Zollbeamten Produktfälschungen im zweistelligen Millionenwert sicher. Auf dem nördlichen Teil des Flughafens befindet sich das Wartungsterminal der Volga Dnieper Group. Einer der wenigen Cargo-Spezialisten, der eine Flotte der legendären Antonov AN-124 besitzt. Andrei Makarov ist Direktor der Instandhaltung. Er überwacht heute die Inspektion und Triebwerkskontrolle einer Maschine. So eine Inspektion machen wir alle 500 Flugstunden mit den Antonovs. Wir haben hier eine große Inspektion. Die fällt alle 2 Jahre an. Das heißt, dass wir uns alle tragenden Teile und den Rumpf genau ansehen. Alle Systeme werden überprüft. Entwickelt als Militärtransporter in der Sowjetunion, galt der Riesenflieger Mitte der 80er Jahre mit einem Startgewicht von mehr als 400 Tonnen als das größte Flugzeug der Welt. Noch heute zählt sie zu den Top 10, was Nutzlast und Frachtvolumen angeht. Nach Fall des Eisernen Vorhangs gingen die Maschinen in private Frachtfirmen über. 12 davon fliegen heute für die Volga Dnieper Group. Das Kürzel 100 steht für eine Reihe ganz besonderer Maschinen. Ihr Bau begann noch zu Sowjetzeiten. Mit dem Zerfall lag die Fabrik und die halbfertigen Flieger für Jahre still. Erst nach dem Jahr 2000 wurden die Maschinen fertiggestellt. Mehr als 1000 Kubikmeter Volumen fasst der Laderaum. 120 Tonnen Nutzlast sind erlaubt. Im Kalten Krieg waren das oft Panzer und Hubschrauber, heute jedoch hauptsächlich zivile XXL-Fracht. Im Laderaum befinden sich insgesamt 4 Elektrowinden mit einer Gesamttragfähigkeit von bis zu 30 Tonnen. Der Laderaum ist 36 Meter lang. 6,40 Meter mal 4,40 Meter im Durchmesser. Hier passt fast alles rein. Fahrzeuge, LKWs, Satelliten, Raketen und so weiter. Zu jeder Inspektion gehört auch ein Test des hydraulisch hochklappbaren Rumpfbugs. Es braucht 210 Bar Druck, um das Bugtor zu öffnen. Und erst wenn ein Kollege draußen das Go gibt, darf die Nase geöffnet werden. Was einst für Panzer im Feld gedacht war, gilt heute als großer Logistikvorteil. Sowohl über den Bug als auch über das Heck lässt sich der Laderaum über eigene Rampen direkt befahren. Das geht nur dank der extra robusten Fahrwerke. Gerade beim Verladen von Pkw erleichtert das die Arbeit enorm. Eine kleine Flotte Luxuslimousinen passt so problemlos in den Laderaum der Antonov. In der oberen Etage der Maschine befindet sich das Cockpit. Die Technik hier ist teils mehr als 40 Jahre alt. Die Reisegeschwindigkeit der Maschine beträgt rund 800 Kilometer pro Stunde. Um mit der alten Technik zurechtzukommen, ist eine etwas größere Crew als bei modernen Jets notwendig. Two pilots,
Wir haben zwei Piloten, Kapitän und Co-Pilot. Einen Navigator, einen Funker und zwei Flugingenieure. Einige der Systeme sind bereits modernisiert, wie das Navigationsdisplay hier. Aber der Großteil der Systeme läuft noch klassisch analog. Und diese Vielzahl an analogen Systemen benötigen kilometerweise Kabel. Das mag zwar archaisch anmuten, aber die Antonov ist eine robuste und zuverlässige Maschine. Und weil sich immer zwei Flugzeugingenieure an Bord befinden, lassen sich kleine Reparaturen meist direkt vor Ort erledigen. Im Rahmen der großen Inspektion demontieren die Mitarbeiter die vier Triebwerke der Antonov. Zwei Motoren sind schon entfernt. Die befinden sich da hinten im Hangar. Die Männer da oben demontieren gerade die Triebwerksaufhängung. Einen Motor zu entfernen kann zwischen 24 und 48 Stunden dauern. Das hängt von der Manpower ab. Das Triebwerk wurde extra für die Antonov AN-124 entwickelt. Sein Gewicht beträgt 4 Tonnen. Ihren Erstflug hatten Motor und Maschine 1982. Unsere Triebwerke müssen natürlich sehr viel Kraft haben, um so ein großes Flugzeug zu bewegen. Das ist ein ukrainisches D-18T Mantelstromtriebwerk mit 24 Tonnen Schub. Und die brauchen wir auch bei einem Startgewicht von nahezu 400 Tonnen. Das Lotaryov D-18T ist ein Dreiwellen-Turbofan-Triebwerk und gehört noch heute zu den stärksten der Welt. Sein Rotordurchmesser beträgt 2,3 Meter. Auf dem Vorfeld inspizieren die Mechaniker die Tragflächenaufhängung der Maschine. Die Antonov ist ein sogenannter Schulterdecker. Unzählige dieser Stahlbolzen verbinden die Tragflächen mit dem Rumpf. Jeder einzelne wird überprüft. Bei guter Wartung stehen der AN-124 noch viele Betriebsjahre bevor. Der XXL-Frachter ist und bleibt eine ganz besondere Maschine. Aber es geht sogar noch größer. In regelmäßigen Abständen bekommt der Flughafen Leipzig Besuch von einem wahren Giganten der Lüfte. Der Antonov AN-225 Mria, quasi der großen Schwester der AN-124. Sie gilt als das längste und schwerste Flugzeug der Welt. 84 Meter lang, 88 Meter breit. Das maximale Startgewicht beträgt 640 Tonnen. Bis heute Weltrekord. Das Bugfahrwerk lässt sich einfahren, die gesamte Front absenken. Der 43 Meter lange Frachtraum lässt sich so direkt befahren. Die 1200 Kubikmeter Frachtraum sind dieses Mal voll beladen mit Corona-Schnelltests. Der Laderaum fasst 250 Tonnen Nutzlast. Das reicht, um eine Lagerhalle fast an die Kapazitätsgrenze zu bringen. Aber nicht nur im Bauch kann die Antonov Fracht transportieren. Auch auf dem Rücken kann sie mehr als 100 Tonnen Gewicht stemmen. Denn dafür wurde sie einst entwickelt. Zu Sowjetzeiten sollte sie die russische Raumfähre Buran Huckepack nehmen. Das Raumprogramm wurde jedoch nie fertiggestellt. Bis vor kurzem flog die zivile Maschine für das ukrainische Logistikunternehmen Antonov Airlines. Im Februar 2022 wurde die einzige existierende AN-225 bei einem russischen Bombenangriff während des Ukraine-Krieges zerstört. Der Flughafen Leipzig. Ein modernes Drehkreuz für den weltweiten Frachtverkehr. Und die Zukunftsaussichten könnten kaum besser sein. Denn es gibt jedes Jahr mehr zu tun. Für die Logistiker hier ist klar, sie wollen an die Spitze der Cargo-Flughäfen in Europa aufsteigen. Der Airport, der noch vor wenigen Jahren ein No-Name in der Branche war, hat bereits ein enormes Wachstum hinter sich.
Rund um die Uhr geben die Frauen und Männer hier alles, damit Kunden in aller Welt ihre Waren rechtzeitig erhalten. Was durch eine Ladeluke passt, wird auch verladen. Ganz egal, was es ist. In Zahlen heißt das 1,3 Millionen Tonnen Fracht und mehr als 60.000 Starts und Landungen pro Jahr. Tendenz steigend.